Hallo ihr Lieben, euer Go ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Hier vor dem feinen Bosskampf gegen Abaddon. Mit Henna. Richtig. Der Gott der Zerstörung muss vernichtet werden. Im letzten Part haben wir Shio, Tagachi und den Licht im Jenseits quasi nochmal vernichtet. Die sind jetzt endgültig tot. Es wird kein Wiedersehen mehr mit denen geben. It is how it is. Und das haben wir nur gemacht, um die Götter zu treffen. Lyssa und Melandro und die ganzen Götter Balthasar. Die haben einfach gesagt, viel Glück, ihr schafft das schon. Ja. Keine Unterstützung, nichts. Wir werden uns Abaddon stellen. Los geht's. Natürlich auf schwer. Wenn wir Tor des Wahnsinns geschafft haben auf schwer, müssen wir auch Abaddon auf schwer schaffen. Ja. Sollte auch kein Problem sein. Gott! Der Ladescreen ist da gruselig. Ach nee, wir müssen erst mal das Easter Egg zeigen. Never mind. Yes. Let's go, let's go, let's go. Zerstört die gravierten Monolithen, um Abaddons Ketten zu kräftigen. Das klingt irgendwie komisch. Doch, wir müssen ihn ja los. Gefangen bleiben. Ach so, deswegen. Hm. Oh, die Brücke. Sieht aus wie ein Tanzfläche. Lass mal tanzen. Schon wie eine Tanzfläche, oder? So helle Farben. Yeah, we are dancing! Dancing like no one else! Würden sie auch tanzen? Wahrscheinlich. Mann, wieder irgendeine andere Kacke. Yeah! Oh oh, er macht was. Er tanzt auch. Oh, raise the roof! Woo! Oh ja, macht den Travolta. Ja. Coolster Boss der Videospiele? Hat auf jeden Fall Sinn für Humor. Oh. Oder auch nicht. Oh, jetzt ist ich glaube, die Dance Party hat ihm nicht gefallen. War nicht seine Musikrichtung. Er hört nur Brutal Death Metal. So mit Tiesto und Zed und so konnte er nicht so viel anfangen. Ja, zurück. Ist halt so ein Easter Egg, ich finde das witzig. Sollte man mal gezeigt haben. So, jetzt aber richtig hier. Die Cutscene habe ich schon als Teaser in der letzten Folge euch gezeigt. Für die, die es wissen wollen. Schaut einfach in die letzte Folge. So, jetzt geht's los. Abaddon, jetzt bin ich gedanced. Heroischer Refrain. Muss ich immer doppelt auf mich machen, das finde ich immer so nervig. Aber gehört dazu. Gehört dazu. Bisschen blöd, ne? Ich habe halt zwei Fähigkeiten, die gar keine Attribute haben. Das sind zwei Fähigkeiten, die auf jeden Fall nicht davon profitieren. Ja gut, wer hat das nicht? Ja, eben. Wir dürfen nicht scheitern. Ja, wir haben eben getanzt, Cormier. Was willst du eigentlich? Meister Gerüchte ist ziemlich useless hier. Darf ich das mal so anmerken? Deswegen war Lichway auch hier ein bisschen wack. Ja. Weil hier gibt es halt gar keinen Leichen. Er hat halt nur die Aura des Lichts, ne? Aber er ist halt komischerweise fucking tanky immer. Was schon ziemlich geil ist. Yes. Auf den Monolithen! Der Monolith, der Monolith, Monolith, Lit, Lit. Blindheit habe ich. Ja. Das Gute ist, dass mein Speer Blindheit reduziert. Es war echt schnell vorbei. Zum Glück. Jetzt, ja, die anderen Monolithen. Ach und so. Dann kann man ihn angreifen und dann immer wieder das Gleiche. Ist echt nicht schwer, da rauszukommen. Oh Gott, die Musik. Er hat einen eigenen Soundtrack. Und er schießt Laser. Einen eigenen Soundtrack und schießt Laser. Das wird's mehr. Abgefahren, ey. Oh, die Kugeln sehen genauso aus wie beim Licht. Echt jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Ja, die kommen ja jetzt weg. Warte auf. Oh Gott. Die müssen aber. Ja, da. Ja, tatsächlich. Die müssen aber einen anderen Effekt haben. So, jetzt auf Abaddon. Von wegen Heil Abaddon Varash. Oh nein, stimmt, der wirft jetzt Boden. Ich vergaß. Da war ja was. Nervig. Richtig nervig. Boah, wie viel Energie.
Jesus. Jetzt müssen es alle haben. Außer natürlich der Löwe. Kriegt es ja nicht mehr. Die Memes sind vorbei, ihr Lieben. Mit den Löwen. Oh, auf jeden Fall. Vielleicht beim Gebiete klären irgendwann nochmal, wenn ich Langeweile hab. Mal schauen. Die Monolithen, weißt du? Das war, glaube ich, von der ersten Mission, von der ersten offiziellen Mission der Boss, der Monolith. Und jetzt sind es hier halt beim Final Boss die Assistenten. Das finde ich irgendwie episch. Episch, ne? Das ist episch, ne? Hat geiler, was. Geiler Rahmen. Fällt wahrscheinlich niemanden auf, außer mir. Oh ja, die Klauen, stimmt. Die sind natürlich brutal. Die haben mich eben fast getötet. Dich auch? Ja, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Vielleicht war es eine Kombination aus die Klauen und Abaddon. Ich war auf 200 runter. Das wäre es fast gewesen. Auf Abaddon! Auf Abaddon! Ein Legionär kann ich das ja noch geben. Hat einfach jetzt schon die Hälfte weg im Hard Mode. Der ist so einfach. Naja, die Runde. Ja, trotzdem, man hat 20 Minuten, glaube ich, Zeit für die Meisterbelohnung. Das ist so krass. Wer braucht denn hier für 20 Minuten? Das ist reichlich. Das habe ich nicht mal mit Lichray gebraucht, weil Damage Output eigentlich nur die Geister und schmerzhafte Bindung. Und Gorn halt. Guck mal, wie easy die Daumen gehen. Jetzt habe ich aber auch Alkohol getrunken. Oh oh. Alkohol und Legionär. Ultra Triad Modus. Ulias? Ist er tot? Weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich Zero Death Win haben. Das ist hart. Vor allem, weil der Legionär gleich tot ist. For whatever reason. Ja, der zählt. Er ist tot! Legionär. He just died. Die Gegner sterben so schnell, ich wundere mich immer, warum greift die jetzt schon wieder nicht mehr an? Die Paragonen, mein Charakter. Ja, verrückt, ne? Mm. Oh, Blindheit, ich bin so froh, dass ich diesen Kram hier drauf hab. Klar wie Morgentau. Dass das nicht so lange hält, der Scheiß. Bam, ich mach so viel Damage, das ist nicht mehr normal. Oder wie du sagen würdest, das ist nicht mehr förderlich. Ja, insane. In Sahne. Der Damage. Gravierter Monolith. Jetzt kommen sie natürlich alle auf einmal. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich glaube, beim nächsten Mal können wir ihn schon kriegen. In Abaddon. Mit tiefe Wunde. Das macht Goron immer, ne? Die tiefe Wunde, glaube ich. Er hat auf jeden Fall mehrere Skills erstmal. Oh nein! Oh nein! Gwen! Qualenklaue! Oder sie stirbt halt, bevor sie angreift. So geht's natürlich auch. Hm, vielleicht lass er es mal drauf. Reduziert Blindheitdauer ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ist nicht schlecht. Aber es gibt, glaube ich, noch bessere Sachen, ne? Ah, jetzt komme ich rechtzeitig zur Arbeit. Hey, wo kommt denn jetzt her? Wenn, ja, das ist normal. Wenn er fast tot ist, dann eskaliert das ein bisschen. Jetzt können wir. Los geht's. Ich hab schon wieder die scheiß Blindheit. Das ist nervig, ey. Es hält trotzdem lange irgendwie. Ach, das war er schon. Ja. Oh mein Gott. Wow. Leicht ist der Boss noch, finde ich. Ja, das war Hard Mode drin halten. Komm hier! Ach, doch was gebracht. Der Avatar. Oh, sie haben nicht nur gesagt. Sie haben nur gesagt, wie ein Sterblicher treffen kann. Hm.
Hä? Doch. Super Saiyajin Cormier? Cormier. Irgendwie schon, ne? Aber dann? Nein, seine Macht. Ich hab mich eingeölt. Aber nicht er. Seine Sonnenblosen. Es gibt einen neuen Gott der Geheimnisse. Einen neuen Tag. Die Finsternis kam und ging. Ich habe viel zu tun. Viel instand zu setzen. Dies hier bringt euch nach Hause. Oder wohin ihr wollt. Komm hier, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, das werde ich. Aber vorerst habt ihr eure Welt zurück. Die Götter hatten recht. Es ist eure Welt. Gebraucht sie weise. Natürlich. Und denkt immer daran. Ihr kämpft nie allein. Wow. 6 Minuten, unter 20 müssen wir nur. Cormier ist jetzt die neue Göttin der Geheimnisse. Abaddon wurde abgelöst. Und lustigerweise, um nach Malek zu kommen, die ultimative Challenge des Spiels, schon fast mit Unterwelt, muss man auch zu ihrer Statue. Der hat jetzt eine Statue bekommen in der Heiligen Halle der Geheimnisse. Voll cool. Ja, jetzt haben wir hier wieder den Walk of Fame. Der hat meinen Prophesies nicht wirklich. Aber Infections. Witzig. Und hier spielt voll die schöne Musik. Die habe ich auch in meiner Smash-Playlist drin. Ich finde die voll geil. Die ist so heroisch und... Ach, die ist einfach schön. Echt. Guck mal, sie erwähnen nur meinen Namen. Unruhe. Scheier, echt. Ganze Städte voller Zombies. Naja, Zombies waren das nicht, ne? Dämonen. Dämonen und Zombies, ein Unterschied. Oh mein Gott, wichtig. Hier kann man alle bekommen. Die Quests müssen wir natürlich auch noch alle machen und zeigen. Und hier hinten müssen wir auch showcasen. Ich habe mir schon ein Bild tatsächlich für Margaret die Listige überlegt. Mit Schützenwetter. Das wird lustig. Und Norku. Tja, Goran. Dich habe ich natürlich sofort gewählt. Du warst meine erste Wahl. You know it. So my best friend. Stimmt, die drei waren das, ne? Mhm. Und es gibt halt noch den Secret-Helden, Rasa, der beste Held im Spiel, der alle Klassen sein kann. Voll gut und so. Der gibt einem das Item, ne? Hüter der Geheimnisse. Jetzt müssen wir eigentlich wieder taktisch denken. Was wir hier mitmachen. Naja, wen haben wir denn noch? Wir haben noch Heider, wir haben noch Logan Thackeray weit in Zukunft. Zen Mai bräuchte noch Dolche. Kamu kriegt die Untotensense von dem Bonus-Missions-Pack. Tja. Schwierig. Bogen vielleicht, weiß auch nicht mehr, wie die aussehen, die Sachen. Stab der Vergessenen. Sieht doch nicht so episch aus. Haben die gar keinen Fokus? Oh, der Rekurbogen sieht episch aus. Den hätte ich irgendwie gerne. Das ist bislang mein Favorit. Fokus kriegt. Doch, hier ist der Fokus. Ne, das ist das Schild. Strange. Schwert sieht ganz cool aus. Aber der Rekurbogen ist bislang mein Favorit. Lanzetten der Vergessenen. Die sehen auch ganz cool aus. Hm. 2 Dolche. Der eine ist mal Eiferdolchen. 3. Chakram gibt's auch noch. Ich weiß nicht, also ich bin für den Rekurbogen bei mir. Den auch Margaret ganz gut brauchen konnte. Ja. Ach, das sind die Sensen. Ja, die Sensen sind es nicht. Die Speere sehen richtig kacki aus. Die fallen sofort weg. Ja, ich glaube, es wird der Rekurbogen. Ja,
Familie zurückgeworfen. Ich habe mich entschieden. Verkrüppelungsdauer ist ein bisschen. Ah, ich nehme ihn. Kurzbogen ist halt nur in Random Arena richtig cool, finde ich. Ja. Nehme den Kurzbogen. Gefällt mir irgendwie am besten. Ist halt für Margaret die Liste gedacht. Gut. Stimmt, ich habe noch gar keinen Waldläufer hin. Jetzt habe ich direkt zwei. Also wenn wir die Quests machen. Tschüss. Ich glaube, die haben auch schon ausgedreht, ne? Die Credits. Sind komplett egal. Sind einfach eiskalt. Credits sind eiskalt. Oh. Tschüss, Stacy Muggleson. Volatis. Dann bringen wir uns mal aus. Wieso kommt man denn jetzt nach Kamada an? Man kriegt vor allem erst eine Cutscene noch. Das wäre ein Quatsch. Tatsächlich. Schätze und Reichtümer. Ein Land der Helden. Ein Land beschützt von seinen Hütern. Ach, der ist ein Sonnenspeer, Kommandant. Der Morgan. Eines alten und vergessenen Feindes. Die Finsternis brach an. Die Zeit der fünf Götter endete. Doch auf jede Nacht folgt der Morgen eines neuen Tages. Und eine Zeit für neue Helden. In Eluna, dem Land der goldenen Sonne. Nett. Da ist die Kommandostadt, wo müssen wir jetzt hin? Da kommt man ins schwerste Gebiet des Spiels, nämlich Domain of Angrish. Und da gibt es Raser und tatsächlich die Qualwaffen. Oh mein Gott, wird das geil. Das wird so fantastisch. Oh mein Gott. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall gleich hin. Soll ich mal hinreißen? Oder wollen wir noch verkaufen? Nö, wir müssen gar nichts verkaufen. Ich würde sagen, wir machen erst den Raserkram, bevor wir die anderen Helden holen, oder? Ja, aber ich muss reisen. Echt? Ja. Wo muss ich hin? Heilige Halle der Geheimnisse. Achso. Da muss man tatsächlich mit irgendeinem Typen quatschen. So ein Gerüchtetypen, der macht einen dann das Tor auf und dann ist da die Statue, die wir jetzt in der Cutscene gesehen haben. Ja, die stand doch in der Cutscene und irgendwo auf irgendeinem Feld. Ja, hier ist ja irgendwo ein Feld. Muss ja. Und da ist dann diese Cormier-Statue und vor der muss man niederknien. Und dann kommt man da irgendwie hin. That's it. That's it. So, meine Helden sind schon mal da. Dann müssen wir schauen. Wo genau war der Quatsch? Ah, hier glaube ich. Adept der Gerüchte, weil hier ist schon so ein großes Tor. Mächtig verdächtig. Der öffnet das halt erst, wenn man Abaddon besiegt hat. Ich bin ready. Einfach so. Ja, ist echt so. Der öffnet das Tor nicht, schmeißt uns einfach rüber. Das genau. War hier nicht, das war auf einem freien Feld. Ja, das reicht. Vielleicht gibt es mehrere von Statuen, wer weiß. Guck, da ist nochmal die Zusammenfassung mit Cormier. Diese Göttin wurde. Voll cool. Boah, die sieht ja episch aus. Die Cormier. Wie in der Cutscene. Ja, aber nicht so vorne steht. Erinnert so ein bisschen an Oblivion, ne? Diese goldenen Leibwächter bei Shivering Isles. Tor der Pein, das ultra krasse Killergebiet, ist einfach so. Bevor wir die Raser-Quest annehmen und die Malex-Quest, die wir ewig mit uns rumschleppen, weil es mit das Letzte ist, was wir in diesem Spiel tun werden. Was einfach so hart ist. Muss ich jetzt mal den Typen finden, der ist das, ne? Waffenhüter. Na, der gibt die Malle. Achso. Hui. Oh, stimmt. Armreif der Wahrheit. Die sind so im Wert gestiegen, das ist nicht witzig.
das hat schon Stärke und Ehre drauf. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, naja. Ob es jetzt die beste Inschrift ist für ein Speer, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kommt die am besser als nichts, halt, ne? Ja. Stell dir vor, die Maus hat Doppelklick-Krankheit und das zweimal gekauft. Ja, das wird ich hatte so richtig. Schiss. Ich bin so vorsichtig gerade. Jetzt brauchen wir noch hier. Ach du heilige Scheiße, es gibt einfach generell, das ist das Problem, Henna. Es gibt kein Führungsschild. Aber warum sind es dann vier? Ach so, logisch. Tja, das hier ist ja auf Motivation, nämlich das andere auf Befehlsgewalt. Ist das eins logisch, oder nicht? Du wirst ja eh niemals... Nein! Ach, tut, egal. Ist nicht so wichtig. So, haben wir hier noch Platz? Nee, aber hier. So, und dafür habe ich nämlich dieses wunderschöne Extra-Set hier. Weil mein Plan ist eigentlich, hieraus eine Eifersperre zu machen und das dann auf Zorn zu machen. Das ist so der ultimative Plan. Habe ich noch was für ein Schild? Ich glaube schon. Was hat das Schild drauf? Es hat schon das Lebenspunkt plus 30. Die besten Sachen... On paper sind ja eigentlich schon drauf, ne? Ich glaube, ich hab den Scheiß schon. Oh, jetzt geht das wieder los. Es geht halt nicht auf den Chill, ne? Ich habe die Kraft. Das geht nur auf den Speer. Das hat der Voltaire als Speer schon, das ist ein Bullshit. Ich weiß nicht. Das darf halt nicht das gleiche sein, meine Wunder. Jetzt geht der Sinn ein bisschen flöten. Ja, ja, haben wir halt noch nicht. Müssen wir noch Eifel finden. Müssen wir schauen. Ja. Finden wir bestimmt noch. Ja. Ist auf jeden Fall schon mal neat, ey. Sieht cool aus, ne? Der Speer ist so ein bisschen mittelmäßig, aber der Schild ist so fantastisch. Ich weiß gar nicht, animiert in dem Inventar irgendwie, ne? Kann ein Bug sein, weiß nicht. Das ist der Typ. Celex. Ne, das ist halt die Malex-Quest. Die können wir ja trotzdem annehmen. Malex, der Unnachgiebige, ja. Mit die schwerste Quest im Spiel, ne? Nach der Doom-Quest. Da ist der Typ. Kaplan Pirates. Der gibt uns die Rasa-Quest, die du auch annehmen musst, weil sonst hast du die halt nicht. Seit Abadons Niederlage wird das Reich der Qual im Detail erforscht. Ich habe von einem Gang von Abadons Tor zu einem gerade erst entdeckten Gebiet namens Abadons Herz gehört. Welche Geheimnisse es wohl birgt. Ich würde ja selbst hingehen. Ich kann aber meinen Posten nicht verlassen. Okay. Der Sinn des Lebens. Das haben sich auch schon viele Philosophen gefragt, was der ist. Bittet Hüter Schaffos, euch Einlass in Abadons Herz zu gewähren. Ich würde sagen, Normenmord. Hier geht der Punk ab. Hier geht der Punk ab. Umgebungseffekte absolut insane. Alles irgendwie absolut insane. Hüter Schaffos. Das ist die Frage, wo ist der? Weil das Ding ist, Domain of English sind eigentlich vier Missionen. Weil es vier große Gebiete sind, ne? Und vier Erzfürsten. Richtig. Und wenn die hier schafft, da kommt halt der Endboss. Der dicke, fette Gorilla. Namens Malex. Von dem man halt diese Bananensense droppen kann. Die extrem witzig ist. Nur den Hunk finden, wo ist der? Hallo! Where are you? Vielleicht hier oben, ne? Das habe ich auch nur einmal in meinem gesamten Leben gemacht. Und ihr merkt schon, ich kenne mich nicht mehr richtig hier aus. Wir haben das richtig getryhard. Normal Mob mit Concepts. Das war schon ein bisschen uff. Wo ist der denn, dieser Hüter Schaffos? Der ist ja nirgendwo. Was?
kann er das ja anzeigen lassen. Ja, ich nicht. Du musst William finden. Was auch seltsam, dass hier kein Questmarker angezeigt wird. Der ist ja nicht woanders? Also in einer anderen Map? Wir müssen halt zu Abadons Herz. Wo ist das denn? Na, anscheinend ist er nicht hier. Nein, wir müssen zu Abadons Herz. Nee, da soll der uns doch reinlassen, oder nicht? Ja, aber vielleicht kann man da ja schon einfach so reinlatschen. Ich weiß es halt nicht. Aber Abadons Herz ist das nicht. Nee, das ist aber. Nee. Rabenherz. Man muss hier auf jeden Fall irgendwie raus. Hä, wir müssen zu Abadons Tor. Hä? Ja, dann los. Achso, das muss ich ja machen. Ne? Richtig. Okay, also an die Rasermission kann ich mich noch weniger erinnern als an Tor der Palen. Ich kann mich der Null daran erinnern. Aber den hat sie doch, oder? Oder hat sie ihn gar nicht? Weiß ich nicht mehr. Jetzt müssen wir hier rein. Nun? Stimmt, aber dein Herz, da waren wir schon. Das war das erste Gebiet hier. Das ist, glaube ich, so. Ultra komisch, Leute, was ist das? So habe ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Ich dachte, wir müssen jetzt einfach da schon quasi einen Schnupperkurs machen. Tor des Wahnsinns. Nope. Scheint ja nicht der Fall zu sein. Übrigens, da kann man jetzt, glaube ich, ja, genau. Tor der Pein, kann man jetzt einfach so hinlatschen. Per Schnellreise. Was ich ziemlich cool finde. Da muss man nicht mehr umständlich zu dieser komischen Kormia-Statue. Ja. Wir müssen zu Abadons Tor, Junge. Warum reist du denn da nicht hin? So, weil du nichts gesagt hast. Ich hab gesagt, Abadons Tor und du so, dann muss ich da hinreisen. Geh jetzt erstmal raus, das ist ein Reich der Qual. Ja, weil ich bin gereist nach wieder raus aus dem Ding. Weil ich dachte, das wäre Abadons Tor, dieses, bevor man reinkommt. Ach, hier ist der Typ. Epic Fail! Aber ich komme mich da null dran erinnern. Dies ist kein Ort für Sterbliche. Egal. Wir gehen trotzdem rein. Rinder. Rasa ist auch kein Sterblich. Wie pervers das aussieht. Ja. Und nun? Das ist übrigens Tor des ja, Domain of Anguish. Ganze Map blutrot. Ja, und nun müssen wir die Quest machen. Erforscht aber dein Herz. Ja. Das wird witzig. Zum Glück nur Normal Mode, ne? Ja gut, wir haben doch eh Dingenskirchen nicht im Hardmode, ne? Malix? Ja. Ist verrückt? Alter. Das wäre schwerst, das wäre noch schwerer als Unterwelt Hardmode. Kein Witz. Da müssen wir uns ja nicht erst umgewöhnen. Ja, Leute, Normal Mode wird irgendwann auch wieder anspruchsvoll. As you can see, alle tot, das war's. Weil wir nicht gepult haben, wir sind aber auch wohl wie sonst was. Ja, da war ja auch kaum Abstand, ey. Ja! Ja, du hast es, glaube ich, noch nie gemacht, ne, den Malex-Kram. Das ist hier Standard. Das ist hier Standard. Geil. Ein Spaß für die ganze Familie, sag ich da immer. Das bringt doch Spaß und Fun. Warum greift mich eigentlich keiner an? Ich habe noch fast gar keinen Schaden. Als ob du die jetzt allein tankst, glaube ich nicht. Nicht mehr lange. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht hoch. Ja, da war es vorbei. Doch, der eine kommt hier hoch, aber der ist kein Problem. Die macht Zimmer hier alleine. Oh. Hey. Hi, wie geht's? Oder macht Zimmer den wirklich alleine? Als ob?
er den wirklich alleine? Ja, jetzt kommen doch noch mehr als die vorbei. Ja, wie immer mehr. Mehr als die kommen, meine ich. Ja, aber die wird er ja nicht alleine. Der eine haut schon ab, hat schon keinen Bock mehr. Leider, die sind doch nicht so stark. Ja, aber wenn's gefühlt 30. Ja, okay. Tschüss. Müssen wir es halt einmal vor. Ja. Wenn es 30 Gegner auf einmal sind, dann sind die doch stark, glaube ich. True dead. Na klar, direkt hier flaggen, ne? Müssen wir ja. Richtig. Wenn wir es ganz ernst meinen würden, müssen wir jetzt echt den Scheiß hier oben schon mal frei erstmal abfahren. Aber das, da habe ich keinen Bock drauf. Die Leute auch nicht. Jetzt kriegst du den Scheiß ja zuerst, weil du jetzt oben bist. Gut, nicht schlecht. Solange du es vorher auf dich gemacht hast. Klar. Das ist ja das Wichtigste. Also das macht echt einen guten Eindruck schon, ne? Dieser Quatsch hier. Mhm. Ist halt tatsächlich schwerer als Unterwelt aus dem Grund, weil Unterwelt ist halt nur so auswendig lernen, wie Quests gehen und halt Doom besiegen. Ja, und hier ist halt die ganze Zeit Challenge ohne Ende. Und nee, komischerweise ist hier kein negativer Effekt. Ist auch gut so. Stell dir mal vor, das wäre auch noch da. Aber der Müll ist schon wieder da. Ich hasse es. Das wäre gestorben, nö, ne? Oh, die habe ich da 124 Punkte Schaden. Oh. Mann, ey. Das ist ein komischer Geist. Bindungshüter. Hat der irgendwie was zu sagen? Nö. Ultra seltsam, was soll. Was machen wir jetzt? Polen, ne? Schon wieder Polen. OMG. Let's go. Das sind wir jetzt noch nicht. Jetzt haben wir alle wieder den Kram. Sehr gut. Ich freue mich wenigstens darum, nicht mehr zu kümmern. Weil diese eine Sekunde Castzeit im Kampf, die kann schon ein bisschen was versauen, ne? Ameisen ist nicht so schön. Naja, ich lasse nicht, aber bei weitem nicht so gut. Denn wenn normaler Imbagon 1000 mal besser auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass das ja auch so funktioniert irgendwie, ne? Bis auf das Stachelschwert hatte Imbagon ja keinen Vorteil gegenüber diesem Bild. Ja, das stimmt. Eigentlich. Weil Schauer halt carried. Und dunkle Wut. Ohne dunkle Wut, dunkle Wut ist es. Dunkle Wut war echt der springende Punkt. Sonst wäre das Bild auch nicht so krass. Ja. Immer noch krass, aber. Denn wer halt rettet euch selbst nicht 24/7 da. Steht dieser Affenschädel denn? Weiß ich nicht. Erkundet Abadons Herz. Ich dachte eigentlich, die Quest ging voll schnell. Und so täuschte sich das hier. Das ist ja, bis jetzt sind wir auch noch nicht weit gekommen. Es dauert noch ewig wegen vielen Gegnern. Richtig. Tor des Wahnsinns, oder wie das auch immer heißt, Domain of Anguish. Das ist eigentlich auch gar nicht groß. Das Problem ist, es sind überall 1 Milliarde Gegner, ne? Ja, da kann man auch viel machen aus wenig Content. Das ist auf Deutsch Tor der Pein. Domain of Anguish. Die anderen kommen jetzt auch, ne? Ja, ist ja auch scheiße. Jetzt geht er hinten auf. Ja. Die kommen tatsächlich auch. Los, Löwe! Ich glaub an dich!
krasser Held, krasse Mission, ne? Was erwartet ihr? Wir sind einfach überall Zähne. Gott, ist das creepy. Tatsache. Gott, ist das creepy. Jetzt werden wir wirklich ein Abaddon ins Maul oder so. Ja. Ihr seid die Letzten. Ihr seid auf jeden Fall das Allerletzte. Geblockt, geblockt, geblockt. Ist auch wieder so ein blöder Waldläufer, glaube ich. Das ist ja wohl nicht wahr. Wort der Unmachtung hat den schlechtesten Monk-Skill ever. Siegel der Hingabe. Kennst du den Scheiß? Ja. Haltgefühl, nichts, 2 Sekunden Castzeit. Gottes Willen, ist das schlecht. Da ist er doch. Hey, Kumpel. Ist die Frage, was er noch will, ne? Was willst du, Kumpel? Ihr seid nicht von hier. Wer oder was seid ihr? Dein neuen Kumpel jetzt. Nee. Ach so. Die Bindungshüter. Ich habe ja noch so gefragt. Ja, wofür ist der denn, der scheiß Geist? Was macht er hier? Aha. Ich wusste, dass was mit dem zusammenhängt. Was mit dem was zu tun hat. Oh no! Mein Zimmer hat komischerweise den ganzen Kram nicht mehr. Ja, warum hab ich den denn nicht mehr? Du auch nicht? Nee, aber ich als einziger, mehr. Meine Gruppe hat noch alle. Die haben noch alle. Meine Gruppe gar nicht. Ja, weil wir uns von Zurückweichen entfernt haben. Ja, da haben wir ja gestanden als. Richtig. Ja, da ist ja egal, da haben wir wenigstens Grund. Und die können jetzt was? Das ist egal. Mir fehlen die Worte. So, ich sag dir jetzt mal was. Das ist Domain of Anguish. Einfach wie so ein Jumpscare kommen auf einmal 1000 Gegner. Das passiert da 24/7. Ja. Schon geil, aber am besten ist, wenn man die Spawnpunkte kennt, weil man sonst teilweise echt ganz schnell verkommen kann. Weil eine Stelle kommt, glaube ich, ganz viel von diesen Käfern und die würden wir aktuell echt, ich weiß nicht. Ja, okay. Im Normal Mode vielleicht ein bisschen anders, aber selbst im Normal Mode sind die Käfer krass. Guck! Oh, Riss, guck mal. Jetzt kommen diese komischen Rissgegner. Voll der Spoiler, ja, der kommt bald, Leute. Der Riss dauert nicht mehr lange. Wir machen jetzt eigentlich nur dann die alten Nightfall-Missionen, die wir halt nicht machen konnten, aus Gründen, und die Helden und dann schon los. Und natürlich Turai außer noch, Bonus-Missionspack. Das wird auch geil. Und dann kommt der Riss. Der Riss ist quasi Final Boss von Nightfall. In unserem Fall, bevor es dann zu Eye of the North geht. Ja. Obwohl er ja mit Nightfall eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Aber die Atmosphäre ist ähnlich wie im Reich der Qual, deswegen. Das stimmt. Das ist nur noch den ersten, ne? Genau. Wo ich mich gefragt habe, was soll denn der Scheiß? Wir müssen uns beweisen, dass wir voll lieb sind. Weil Rase sonst denkt, wir verarschen ihn nur. Gott, ich fühle mich beobachtet. Oh nein. Oh! Nee! Ja, na, vergiss nicht Normal. Ja, vergiss nicht, dass die Käfer auch da stark sind und nervig sind. Ich sag ja, Domain of Anguish, ja, das ist der Worst Case. Trotzdem, obwohl es Normal Mode ist, Level 28, muss ich noch mehr sagen. Nicht wirklich, ne? Ja, aber doch! Ich greife schnell den Typen hier hinten an. Den kann ich ja auch wenigstens treffen, weißt du? Das wäre geil, wenn die im Normal Mode. Können die nicht blocken? Können die nicht? Ja, ich, bis jetzt haben wir. Denn da war der Geist der Entzauberung am Start. Doch, jetzt kann ich. Ich wollte gerade sagen, die haben noch Trugbild umhang. Ja, aber ich habe gerade eben alle getroffen. Die kann ja nicht alle entzaubern. Ja, das stimmt. Kann er schon, komisch. Aber so. Vielleicht hatten die das noch nicht aktiviert, sind die gerade erst gekommen, ne? Oh, aber ich habe bestimmt fast die nächsten Schläge oder so. Sprecht mit Rasa.
Wir müssen gleich nochmal zurück. Voll das kleine Gebiet, ne? Abadons Herz, aber so heftig. Kann ich ja nur sagen. Oh, die leben immer noch. Norman Motum geh nicht down. Da lernt man dann selbst das Rollkäferrennen zu hassen, ey, wenn man die sieht. Und weißt du, was so schlimm ist? Die schwarze Bestie von A, die ja auch hier ist. Schwarze Bestie von A. Die ist quasi eine Ultra-Version von denen. Kann die denn auch Trugbild etc.? Ja! Nein. Keine Ahnung, für was die mal schaffen wollen. Auch Norman mal. Aber das ist noch ganz weit in Zukunft. Wahrscheinlich Part 220 oh, oder so. Ich war zu schnell. Ich hab für uns alle den Heroischen. Ja, jetzt brauchen wir jetzt nicht mehr. Part 220, Leute. Domain of Anguish gegen Malex. Frag mich, welcher Part das hier wohl wird. 80. 85. Hallo, Raser. Guck mal, er ist schon ein bisschen nach vorne gewalkt. Lustig. Ich bin endlich frei. Die Barrieren sind jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich euch meine Fähigkeit und mein Wissen anbieten. Hat er schon? Ja. Ja, aber das stand gar nicht Held freigeschaltet. Ach, weil wir noch zu dem Typen hin müssen. Genau. The Man of Anguish. Da ist er. Piratis. Oh mein Gott, der beste Held im Spiel. Nice. Rasa ist ein fühlendes Wesen, das aus den Nebeln erschaffen wurde. Es besitzt das Wissen und die Fähigkeiten des Menschen, doch fehlt ihm jegliches Maß an gesundem Menschenverstand. Der ist genauso crazy wie ich. Oder Goran. Stimmt. Da stellt es merkwürdige Fragen um menschliche Gefühle, beobachtet menschliche Motivation. Ach, Motivationskünste und so, ne? Und versucht menschliche Verhaltensweisen zu imitieren. Deswegen kann er halt alle Klassen sein. Voll krass, ey. Tja, Rasa, den mache ich immer so zum Minimaster. Ich finde das voll cool. Das passt einfach zu ihm. Habe ich nur den Bild? Ja. Der Bild ist so gut, ich sag's euch. Mit Macht des Herbeirufens. Ja, jetzt kann ich dir endlich diesen komischen Mursatzstab geben. Dann wäre ich dir auch mal los. Ist so. Wo ist denn hier die Truhe? Truhe? Ich kann nicht fassen, wie viele Stunden du in dieses Spiel reingestopft hast, um ohne irgendwann mal diese Funktion mit den grünen Namen irgendwie rauszufinden. Ne? Ich wusste nicht mal, was es geht. Wenn ich weiß, dass es überhaupt eine Option ist. Weiß ich nicht, man, was ich überlegt habe, war halt, dass man ja irgendwann. Der passt zu ihm. Ja. Dass man irgendwann mal so in den Optionen rumguckt, was man eigentlich alles für Controls hat. So. Nee, Zeitverschwendung. Grind, grind, grind. Farm, farm, farm. Ja, aber das war meine Motivation. Dass man vielleicht das, die UI ein bisschen hin und her verschieben kann, dass das klar, besser ist. Klar, keine Inschrift, so. Aber sonst ist der eigentlich schon fast ready. Klar, und Runen musst du auch noch. Für die, die sich jetzt fragen, was, ihr habt doch jetzt so ein cooles Teambild. Ja, aber bei Gebiete clearen wollen wir auch mal ab und zu Lich Way spielen, was einfach witzig ist. Mit 1000 Minions. Und da wird aber auch noch eine essentielle Rolle spielen. Deswegen. Das wäre der letzte Held, den ich wahrscheinlich Runen werde. Wahrscheinlich direkt nach Eye of the North. Passt ja dann. Nach jeder Kampagnenheld gut. Nee, wir eigentlich müssen ja jetzt schon ruhen. Nightfall ist ja auch durch. Ja. Vielleicht ruhe ich den so offscreen schon. Muss ich mal schauen. So, den Bogen muss ich noch Margaret geben, aber das machen wir, glaube ich, im anderen Part. Die Helden da rekrutieren. Auch. Ich weiß ja nicht mehr, wie schnell das ging. Aber der Part ist auch schon lang genug. Das war Abaddon, das war Rasa, das war einfach nur cool. In diesem Sinne würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Sissi. Ciao. Tschö. Oh.
Hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!